Aber ich gibt's das nicht. Du kannst es kaum aufmachen. Ja. Nee. Ja, und die schmecken auch so, wie sie aussehen. Ja, wir haben heute ungefähr 300 Päckchen, die wie immer in wunderbarer Weise mit Plätzchen gefüllt worden sind. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Bäckerinnen, die daran teilgenommen haben und dafür gesorgt haben, dass das wieder mal eine wunderbare Aktion wird. Herzlichen Dank im Namen der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Ja, wir haben heuer den 12. Weihnachtsmarkt, den wir eröffnen können, hier in Roggenburg in dieser besonderen Atmosphäre. Es sind wieder 60 Aussteller, das ist wieder ein sehr guter besuchter Markt. Wir haben die Kulinarik fort mit vielen schwäbischen Spezialitäten. Wir haben ganz viele weihnachtliche Dekoartikel, wir haben ganz viele weihnachtliche Artikel. Man kann hier schön schlendern, gemütlich über den Markt gehen und natürlich auch seine ersten Weihnachtsbesorgungen machen. Und das Besondere ist eben diese Beschaulichkeit, dieses Behagliche hier im Innenhof des Klosters. Und der Markt hat schon seine eigene Note, hat seinen eigenen Charakter. Und freue mich ganz besonders über den Beitrag der Landfrauen, die hier Plätzchen verkaufen zugunsten der Kartei der Not. Eine ganz tolle Aktion, die wir gerne als Gemeinde natürlich unterstützen. Und kann alle nur auffordern, hierher zu kommen und das Eierstadt-Adventswochenende hier in Roggenburg zu genießen. Aber jetzt haben wir was. Jetzt hat er was.